Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn es um Armut und Reichtum geht, dann gibt es eine Aussage, die in der Debatte so allgegenwärtig ist, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr so richtig auffällt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Wenn Sie das sagen, dann ernten Sie in jeder Podiumsdiskussion, in jeder Talkshow Nicken und Betroffenheit. Aber praktisch niemand fragt, ob das denn empirisch überhaupt auch stimmt. Zwar hat sich in Deutschland die Einkommensungleichheit zwischen Ende der 90er Jahre und 2005 merklich erhöht, wie in den meisten anderen Industrienationen auch, seitdem aber nicht mehr. Die verfügbaren Realeinkommen der oberen 10% sind in diesem Zeitraum weniger stark gestiegen als die der unteren 10%. Und auch der Gini-Koeffizient, das internationale sozialwissenschaftliche Maß zur Messung von Ungleichheit, spricht eine andere Sprache. Betrachtet man nur die Markteinkommen, also das, was vor Steuern und Abgaben verdient wird, dann liegt Deutschland unter den 28 EU-Ländern in der Tat im oberen Mittelfeld. Die Markteinkommen sind in Deutschland also ungleicher verteilt als in der Mehrzahl der EU-Länder. Anders aber die Betrachtung der Nettoeinkommen, also das, was nach Steuern und Abgaben herauskommt, dann gibt es unter den 28 EU-Ländern nur noch 8, deren Nettoeinkommen deutlich gleicher verteilt ist als in Deutschland. Wir liegen hier also eindeutig unter dem EU-Schnitt, und daran hat sich in den letzten Jahren auch nichts geändert. Das heißt also, die staatliche Umverteilung, sie wirkt. Die Steuergesetzgebung, die wir maßgeblich hier in diesem Haus machen, sorgt dafür, dass Wohlhabende in Deutschland auch viel Steuern zahlen. Die wohlhabendsten 10% unserer Einkommenssteuerpflichtigen zahlen 55% der Einkommenssteuer, und damit finanzieren sie maßgeblich unser soziales Netz, das weltweit zu den stärksten gehört. Daher habe ich ehrlich gesagt auch nie verstanden, warum der Bericht, den wir heute diskutieren, warum der Armuts- und Reichtumsbericht heißt, also Armut und Reichtum in einem Atemzug genannt wird. Armut ist ein Übel, das reduziert werden muss. Darauf können wir uns sofort verständigen. Aber auch Reichtum? Ist Reichtum wirklich auch ein Übel, das reduziert werden sollte? Ich bin der Überzeugung, die Union ist der Überzeugung, dass ein Land froh sein kann, wenn in ihm viele gut verdienende Menschen leben, wenn da auch Menschen leben, die zum Beispiel den Mut und das Geschick zum Unternehmertum haben, weil genau diese Menschen es sind, die maßgeblich den Wohlstand und das soziale Netz des Landes finanzieren. Und weil im Übrigen die Armen auch nichts davon haben, wenn man den Wohlhabenden einfach etwas nimmt, nur um mehr Gleichheit herzustellen. Dann, meine Damen und Herren, möchte ich auch noch eine Bemerkung als ehemalige Familienministerin machen. Wir hören in der Debatte immer wieder, dass es zur Bekämpfung von Armut wichtig sei, dass die Menschen durchgehende Erwerbsbiografien haben, möglichst in Vollzeit. Und es stimmt ja auch, jeder, der arbeiten will, er sollte auch arbeiten können. Ich sehe es allerdings mit einer gewissen Sorge, dass sich die Erwartungshaltung mit möglichst wenig Unterbrechung und möglichst Vollzeit zu arbeiten immer stärker auch an Mütter sehr kleiner Kinder richtet. Und zwar immer wieder auch befeuert von der Politik, wo andere Lebensentwürfe gerne als überholtes Rollenmodell verunglimpft werden oder den Müttern attestiert wird, wie ein kleines Dummchen in die Teilzeitfalle getappt zu sein. Und auch die Pläne von SPD, Grünen und Linken, nach der Bundestagswahl das Ehegattensplitting abzuschaffen, um genau dieses Lebensmodell für breite Schichten unerschwinglich zu machen, gehen ja genau in diese Richtung.
Ich denke, ein so wohlhabendes Land wie Deutschland muss es sich leisten können, jungen Familien finanziell zu ermöglichen, dass einer der Elternteile auch eine Zeit lang zu Hause bleibt, um sich um die Betreuung der Kinder zu kümmern. Wer will, soll sehr früh wieder einsteigen können, und er braucht bestmögliche Krippen und Kitas. Wer die Betreuung aber in den ersten Lebensjahren komplett zu Hause organisieren möchte, der muss das genauso können. Und solche Familien dürfen weder durch die Abschaffung des Ehegattensplittings finanziell die Daumenschrauben angelegt werden, noch hat der Staat das Recht, sie anmaßend zu belehren, sie lebten ein veraltetes Rollenmodell, sondern solche Familien verdienen genauso unseren Respekt und genauso unsere Unterstützung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade auch von der Opposition und gerade auch von unseren geschätzten Koalitionspartnern, jetzt haben Sie sich gerade ein bisschen aufgeregt. Vielleicht ist es daher für Sie eine gute Nachricht, dass dies meine letzte Rede als Bundestagsabgeordnete ist. Ich verstehe unser Parlament, ich verstehe dieses Rednerpult hier als den Ort der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland. Hier bekennen die einen, dass sie letztlich sich eher der Gleichheit verpflichtet fühlen, und die anderen, dass es ihnen im Kern um die Freiheit geht. Das ist das Wesen des Politischen. Und das sind genau die Wertaxiome, die Max Weber beschrieben hat, zu denen sich jeder von uns hier an diesem Rednerpult bekennen kann und damit dann auch vor seine Wähler treten muss. Und wenn diese Wertaxiome, die in diesem Haus von uns vertreten werden, wenn die sehr unterschiedlich sind, dann ist das gut so. Denn dann hat der Wähler auch eine Wahl. Gefährlich für unsere parlamentarische Demokratie wird es nur, wenn so getan wird, als ließen sich diese letzten Wertaxiome irgendwie objektiv herleiten. Sei es als vermeintlicher gemeiner Wille des Volkes im Sinne Rousseaus, sei es als technisches Erfordernis, sei es als vermeintlicher zwingender Verlauf der Geschichte. Alle diese Versuche, das moralisch Richtige objektiv zu begründen, die verbrämen immer nur den subjektiven Willen dessen, der das versucht. Hier im Parlament entscheiden wir nach einem anderen Modus, nach Mehrheit. Damit erheben wir nicht den Anspruch auf Wahrheit, sondern den wesentlich bescheideneren Anspruch auf Geltung. Und dafür brauchen wir weiter und vielleicht auch etwas breiter als in der zu Ende gehenden Legislaturperiode die weltanschauliche Debatte hier in diesem Haus. Und dass ich daran 15 Jahre lang mitwirken durfte, das war mir eine Ehre.